Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal. Jetzt habe ich doch mal ein bisschen gesucht nach einem neuen Spiel, was ich spielen kann, was eine gute Story hat, was toll erzählt wird. Und jetzt habe ich eins gefunden. Nobody Wants to Die hat vorhin den Test of GameStar zu dem Spiel angesehen. Die haben das Spiel sehr gelobt, hatten nur wohl ein, zwei technische Mängel, aber die Story und die Erzählweise sollen richtig, richtig gut sein. Ungefähr die Spielzeit sind 6 Stunden. Wir haben 2 Enden, sofern ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Und ja, was ist so die Grundstory? Wir sind so ein alteingesessener Haut-drauf-Detektiv quasi. Also semi-beliebt, weil ja, Vorschriften sind für uns eher so eine Empfehlung. Und wir müssen halt hier Mordfälle klären. Und ja, wir sind hier in Zukunft in der New York. Wir selber sind irgendwie so in den 30ern stehen geblieben, so vom Stil her. Ihr werdet das dann gleich noch sehen. Und die Menschen, wenn sie hier sterben, können in einen neuen Körper rein und dann quasi damit unsterblich sein. Und das ist so ein Kernthema in dem Spiel. Okay, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir nehmen den ersten Slot. Und dann schauen wir mal, was das Spiel so zu bieten hat. Living in pain, plagued by sickness, haunted by your own looming mortality? Not anymore. Now there's Icaret, a technological miracle that lets us transfer consciousness from one body to another. That's right, humanity's wildest dream has been fulfilled. The dream of immortality. Now, when sickness or old age starts dragging you down, you can bid on a brand new body at your local government auction house. Give yourself and your loved ones a new lease on life. And don't forget, the body subscription service is mandatory for all citizens 21 and older. So protect your investment. Always avoid illicit substances. Never skip any mandated shell inspections. And prioritize your well-being. Physical, psychological, and especially financial. Any lapsed subscription payments will result in your body being submitted to a bailiff auction. And remember, any and all violations will be prosecuted by the Department of Mortality. Okay. Don't you already know who the murderer is? That's not the point. Then at least tell me what's going on. Just watch, okay? This is the best part, where he's questioning the suspect. And when are you gonna question me? You want me to question you? Don't you want to? Also wir können uns hier frei umsehen in unserem Auto. Es ist auch so 30er-Stil, aber wir schweben in der Luft. Ihr werdet es gleich sehen. Ah, ich mach die 1. Should I handcuff you? We always handcuff suspects. I think you'd better. Sounds dangerous. I'm always dangerous. Too bad you didn't warn me before we got married. Would that have changed your mind? Mal nichts zu sagen dazu. James, would you love me if I had an ugly shell? Or a shell like that one? Would I love you if you had a guy's shell? That's your question? Or if I didn't have a shell at all? Ich frag mich halt. Okay, ja, wenn ich das... Ja, sie waren natürlich nur in die Einbildung. Ich habe ja schon ein bisschen reingespielt, einfach um zu schauen, ob die Aufnahme funktioniert. Ist was mir da jetzt... Prohibition violation at intersection of... Breaking news. The president today signed into law a controversial bill reducing the age limit for free body subscription. Das, was wir da jetzt gerade gesehen haben, ist, glaube ich, irgendwie so ein Sync-Issue mit unserem neuen Körper. Aber da kommt, denke ich mal, dazu noch was.
Das mit den Hüllen ist hier noch ganz interessant, dass wir auf die unbedingt aufpassen müssen. Okay, also unser Auto finde ich eigentlich soweit ganz schick. Scheibenwischer. Also zum Ein- und Ausmachen, okay. Was haben wir hier? Aufheben. Ambrosia. It used to give a bigger kick. Alles klar. Was haben wir hier? Okay, denke mal, das wird unser Telefon sein. Schöne Knarre. Sullivan 2030. Sullivan. Saved my ass more than once. Telefon. Kara, how you feeling? Ready to get back in the saddle, Chief. I sent you the papers. Oh, I know. I'm looking at them. Can you hear this? Fuck! What are you... Don't tear them up! Fuck! The accident was barely 2 weeks ago. Look, the committee already thought you were a hot mess. I'm trying to come back this soon. That's just got him convinced. You're no fucking medical miracle, James. Okay, also wir dürfen nicht mehr zum Eins... Also noch nicht zum Einsatz. Wir sind so unvoll. Ich gehe mal mit der Nummer 1. Chief. We've been busting our humps in the same department for half a century. You know I know this fucking job like nobody else. And you know I've got your back, too. Come on, Chief. You gotta let me come back. My hands are tied. Officially. Yeah? So unofficially, I'm all ears. Political case. Discreet. I'm listening. A favor for a guy whose signature trumps every test and commission out there. Okay. Aber was ist es aber? Why do I feel like there's a butt coming? Because you're fucking difficult. Also, without your sync tests, can't get you back in the system. So I'm gonna put you with a liaison officer. She'll be the one with full access. A babysitter? Fucking hell. You asked for it, Sunshine. Wait, I'll put her on. Okay. Lass mal hier gucken. Moonshine. Ein Beweismittel. Ja. Moment. More and more smugglers getting caught. Lucky for me. Naja, in dem Fall schon. A great gesture from a great man. Edward Green sponsors Central Park Exhibition. Okay. Ja, gut. Hier können wir noch was machen. Lesen. Congratulations on your new body. May it serve you for many years. Was haben wir hier? 100 fucking years of work in taxes. Ey, 50% Rabatt haben wir hier gekriegt. Was steht denn da alles? Vereinbarung zur Körperleihnummer irgendwas auf dem Bestellzettel unterzeichnet am 9. Oktober 2329 im Zentrum für Bewusstseinsübertragung New York City. Bei dem Vertragspartner James Carra, nachfolgender Empfänger genannt, und der Amt für Gesundheit nachfolgender Verleiher. Vertragsgegenstand Körper 42, 74 Kilo männlich, grau, Rabatt 50%. Herausstechende Merkmale, Strichcode auf dem rechten Unterarm, mehrere Narben an Armen, Beinen und Oberkörper. Der Empfänger ist dazu verpflichtet, den vom Körperkodex vorgenommenen allgemeinen Nutzungsvorschriften zu folgen. Für den Körper. Verstoß wird mit einer Geldbuße, Haftstrafe oder Verlust der Nutzungsrechte an dem vorgenannten Körper geahndet. Und was heißt es dann? Töten die mich dann? Oder wie? Der Empfänger ist also verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung aller körperlichen Funktionen zu ergreifen. Nee, also machen allein seinen Verstoß mit einer Geldbuße, Haftstrafe, ja, das wäre das Gleiche. Sollte der Empfänger aus dem aktiven Dienst den New York Police Department ausschalten, ist er dazu verpflichtet, unverzüglich den zuvor gewährten Mitarbeiterrabatt an das persönliche Bürgerkonto des Verleihers zu zahlen. Wow, also ist das ja nicht mal wirklich ein echter Rabatt. Weil wenn ich dann aufhöre, da zu arbeiten, dann kann ich es ja eh wieder zahlen. Was soll ich, Ärsche? Okay, sonst noch was?
Nö. Öffnen. What the? Fucking lock. Oh. Können wir die Tür wieder zumachen? Ich hab's nicht so mit Türen. That's for the brave new world. So immersive you could drown. But of course, drowning so is forbidden. Blocked like any other exit from paradise. Ich muss gerade ein bisschen an Blade Kara? Runner denken. James? Kara? No, fuck that. No way. Forget it, Chief. You're already on the line. James? Sarah Cott. Sarah? James Carey. Let me go pull some strings. Back it up. Ja, ja, jetzt natürlich abhauen. Das ist echt scheiße, was? Ja. He dropped us into some bullshit, didn't he? And I had such good stats up to now. Yeah, I'm fucking thrilled to be working with you, too. What can I say? Your reputation precedes you, especially after you fucked up half the city with that train. Was? Okay. The case naja, so was vorbei. We're unlucky. That's it. Of course. Guys like you get away with bloody murder. You wanna take a moment to calm down here? What I need is somebody who treats the rules like more than just a piece of paper to wipe their privileged ass with. Okay, I'm back. So we're best friends now, right? Sorry, nein. Sarah, I've sent you all the authorizations. Forward the package to Kara. James, I suggest you find something else to wipe your ass with. Steiner, out. All right, let's get the show on the road. I need the address of the nearest post office. Fine. Ist da vielleicht? Looks like TS-45-7. You're in Times Square? Yeah. The last place they play good old-fashioned crime stories. Yeah? You like watching how the cops used to do it? Detectives, not cops. Big difference. I'll take your word for it. Okay, movie buff. Go for the package. Platform 53D, Terminal 3. Okay. Darf ich selber fahren? Ja, Motor anlassen. Oh, nice. Och, nö, ich darf nicht selber fahren. Autopilot. Having a goal, any goal, is better than inactivity. An alternative to focusing on the symptoms. The memories. I'm 120 years old. And I don't have any strength left to keep recalling back. 120? Na, okay. Ich weiß nicht, unsterblich sein. Ich glaube, das kann auch nicht jeder, aber irgendwann sollte es dann auch mal Schluss sein, glaube ich. Aber ist das Boss-Ding da nicht da links oben gewesen? Aber es sieht halt richtig krass aus. Unreal Engine 5 halt. Ah, jetzt geht's hier wieder hoch. Ja, und in der Zukunft können Sie halt auch nicht Auto fahren. Sort of notorious for unconventional methods. Me? Oh, come on. Everybody knows you don't give two greasy rat shits about regulations. The only thing I ask is that we act professionally, okay? In der Schlange warten, ich verspreche nichts. Hupe benutzen. Naja, Hupe. Sorry, can't hear you over all the noise. Great. Real mature. Nee, nicht trinken. Ja, soll mal geduldig sein. Ja, geht doch voran.
Was für ein schräges Terminal ist das hier? Okay. Also kommt jetzt dann auch einer raus? Ein echter Mensch oder ein Roboter? Achso, nee, schon mit aussteigen, okay. So. Heim ist in Zukunft. Nee, danke, wir haben schon einen, danke. Enter your full name and shipping code. James Kara 77112P. Police shipment. Additional verification required. Enter badge number. 984. No authorization. Shit. Sarah, I need access. Oh, right. Enter my number. 116-739. Thanks. 116-739. Thank you. The package is on its way. We hope you enjoy it. Der sieht mehr so nach Rohrpost aus. Moment, kann ich mich jetzt hier umsehen? Okay, er ist weg. Yes. Ah, oh, wie geil. Got a monopoly. Still have to advertise. I'd say that tells you pretty much everything you need to know. Over the past 50 years, prices for B and C class bodies have increased by 240%. It's not an auction anymore. It's some fucking exclusive bidding club. That girl in the hat overshadows more and more of the city, doesn't she? Sorry? Well, the one from the body auction ad? I haven't seen it. How did you not see it? It's on every goddamn corner. Hmm. Okay, how much time each of us has? Haste is baked into the city's DNA. Wohl wahr. Oder es könnte auch ein Teil von Bioshock sein. Ah, es ist schon geil, mir gefällt sowas. Ja, okay, was haben wir hier? Was? Remember to send. Have you opened it yet? One second. I have to move my car. Ja, Moment. Wollte mich nur kurz umsehen. Tja, packen wir um. So, zeig mal her. Bitch. Just carrying this lousy scrap of metal. Just don't abuse it, yeah? Remember, you're not reinstated yet. No worries. This information is confidential and will be automatically destroyed after reading. Select a section to read the files. Opa. Subject's name is Edward Green. Who? Hard to confuse this mug with anybody else. Green sponsoring some kind of exhibition in Central Park. Saw it on the news earlier. Oh, stimmt, yeah. Das war in der Zeitung. About that. Let me look it up. Yep. Supposed to be in a few days. He'll have to get back on his feet pretty damn fast then. Okay, Green, Edward. Oh shit. Sarah? You okay? Shit. Shit. Oh, I'm reading up on Green. Holy fuck, you know who this guy is? Da waren wir die zwei. Feet. Wanna back out? No, no, I'm good. What are we supposed to do? Okay, Mission Nummer 2. Get in, pull the Icarite, and deliver to the Consciousness Transmission Center. No sweat. You're telling me the Covenant Chief, the guy who used to be the Secretary of Health,
His Ikarites just lying around in a dead body? Fucking hell! Why isn't this going through official channels? Okay. Give him a bite. Keep his name out of the mud. You know what could happen if the Ikarite of a guy like Green fell into the wrong hands? The fewer people know about it, the better. The atmosphere's tense because of this bill to reduce free body subscriptions. Exactly. Look on the bright side. I'm betting Green's gratitude hits the gas on that dream promotion of yours. Where's his body? Fifth Avenue, top floor. Looks like it's Green's own apartment. You'll get a chance to see the wannabe Olympus with your own eyes. Also ganz dahinter bin ich jetzt nicht gestanden, dass man es jetzt wirklich offiziell macht. Nummer 1. No. I'm not authorized for field work. Eins. Hi, at the moment. So, what's the harm? No, I couldn't. That would be unprofessional. Especially ja, genau. This important. Unprofessional. Okay, dann gehen wir mal auf die 4. Alright, I'm all up to speed. Then let's get on with it. Attention, documentation will be automatically destroyed. James, I know you're not reinstated yet, but have you recovered from the accident? Like, mentally, I mean? Ich weiß ja noch nicht mal, was der Unfall gewesen ist, aber... Thanks for the concern. I never felt better. I'll ping you when I get there. Car out. Aber wir haben auf jeden Fall Sync-Issues. Das ist das größere Problem. Oh, da ist sie wieder. Wow, das kann spaßig werden, wenn wir das alle 10 Minuten nehmen müssen. Das wird keine Probleme in der Zukunft geben. So, I took this job. I'd take any job at that point, even though political cases fester like rust-laced wounds. I was off to hang out with high society, of which I always had a low opinion. Maybe because it consisted mostly of low people. At this altitude, the air was so clean that without a smoke, I was beginning to suffocate. Yeah. Okay. Was ist das? Hat sie gebrannt? Aber geil eingerichtet. Okay, was haben wir hier? Shit. James, Camera. This was supposed to be an accident. Fucker's hanging from the last cherry tree. What do you mean the last? Like, last? Mm-hmm. Let's pull the Ikarite and get out of here. Yeah. Warte mal, drücken Sie Caps, um den Hinweismodus zu öffnen. Okay. Ich will mich da jetzt erstmal ein bisschen umsehen. Da hinten war aber schon mal was. Mal hier. What do they need protection for? Replacing a whole body just because somebody gouged out your eye is unprofitable, I guess. Not for him. Motor? And here he scores a few points. Points? For what? This engine could push a car up past 120 miles per hour, running on gasoline, on the ground. You know, it's hard enough to imagine driving on the ground and all, but 120? No, I called bullshit on that one. Nee, absolut nicht. Okay, also ich sehe das so, dass der Baum aus irgendeinem Grund explodiert ist und erst so irgendwie an diese Leitungen rankommen. So, hier war noch was am Boden. Das Gel untersuchen.
There was a pool of lecithin gel underneath the floor, feeding that big tree. Whole thing went up like a stick of dynamite. Okay, also das Gel hat ihn zum Explodieren gebracht. He really got cooked, didn't he? Well, I'm still gonna need a photo for identification. Ist das wirklich Greens Leiche? Ein Foto machen. Holy shit. Okay. I mean, it could be him. Could doesn't cut it. We have to be sure. This is guesswork, James. I won't identify him. Not officially. Okay, eins. You won't like it. This is a federal case, James. And we're supposed to pull Green's Ichorite, not someone's. Moving on to reconstruction. Warte mal, Rekonstruktion. Stimmt, wir können also irgendwie die Zeit zurückdrehen, um zu schauen, was passiert ist. Basierend auf deinen gesammelten Informationen kannst du Fragmente der Ereignisse rekonstruieren. Halte links gedrückt, wenn die linke Leiste aktiv ist. Rechts, ja, okay. Ein Minispiel. Oh, ich liebe Minispiele. Mit dem Rekonstruktor kannst du die Zeit zurückspülen. Die gelbe Bereich der Rekonstruktor zeigt einen Moment an, in dem etwas Bedeutendes passiert ist. Halte die Kuh gedrückt, um die Nadel in den gelben Bereich des Rekonstruktors zu bewegen. Wenn du die Nadel zu weit bewegst, hast, halte E gedrückt, um wieder in den relevanten Bereich zurückzukommen. Ja, okay. You seen this? What? Halte ich nur die Nadel? Ja, ich hab schon. Some kind of anomaly. Who cares? It's green. Pull a Ichorite and let's go. Das ist die Anomalie. Betreten Sie den Bereich der Anomalie und suchen Sie nach weiteren Spuren. Okay. Okay. Richtig, Green Kopf, dann halte gedrückt, um seinen Ichorit zu analysieren. Okay, analysieren. The Ichorite's melted. So, that's his insurer's problem. Come on, let's go. Sarah, he's dead. What? Like, you mean final death? Dead? Well, just... I mean, fix it. Just re... Look, Sarah, I've seen this before. It's not some random glitch. The thing's been oxidized, understand? Somebody wanted to make damn sure Green wasn't coming back. Oh, I am in deep, deep shit. Look, he's hanging from a fucking tree. What someone? Then why is the tree burnt? James, this is crazy. If something goes wrong, you're hung out to dry. At least we have a theory of the crime. Omega code 112358. Suspected murder. Okay, was könnte ich da jetzt machen? Analysieren. The right side of the body is more heavily charred. The tree must have exploded after he'd been hanged. Okay. James. Stop doing this. It wasn't just a fire. I'll find the cause and we're out of here. Jetzt sehe ich, wie das Ganze funktioniert. Ja, Tutorial ist. Ich bin das einmal, du sagst. Je mehr wir finden, umso mehr tun wir rekonstruieren. Alter, du bist immer voll dagegen klatscht da oben. Okay. Also. Okay, dann müssen wir in diese Bubble hier rein. Was ist hier interessant? Wieso hat der Baum gebrannt? Jetzt aber... Warte mal, kann ich jetzt grundsätzlich aus der Bubble... ich kann aus der Bubble rausgehen. Aber soll ich das? Ah, da. Analysieren. The gel's flammable. It may have been a short circuit, or someone could have ignited it deliberately. I
need to find the source. James, don't fucking ignore me. Ja, was denn? Wir machen doch überhaupt nichts Doofes. Drücken Sie Tab und das Gadget-Menü und mit Modus. Okay. Was genau sehe ich damit? Mit dem Gerät kannst du Objekte röntgen. Bla bla bla. Zieh die Finale gedrückt. Okay. Das ist so quasi wie Kabel. Ah, da ist ein Kabel. Okay, das geht noch da hinten. Eins geht nach unten, eins geht da lang. Damit kann ich nichts anfangen. Dann gehen wir mal die andere Seite hier lang. Dann nach links. Well, I can see you're having a great time. Right. Ja. Geht nach oben. Und verschwindet hier wieder unten. Okay, da gab es aber nochmal so eine Kreuzung, die weggegangen ist. Ja. Ah, was haben wir hier? Okay. Jetzt los. Kara, what are you doing? Das war ein Mord, ja. This is a murder, Chief. Not an accident. 100% sure. I don't want to hear another word out of your mouth. You're going to drop whatever shit you picked up. You're going to write a clean report about a tragic accident. Got me? You pronounced murder wrong. I'm not asking. Tell you. Yeah, and that's kaput. End of story. Can I get it on the record that I strongly advised against this course of action? I should have known better. I should have known you couldn't handle it. But it's just an Ikarite pull, I thought. Surely Kara can't buck up something that simple. I'm trying to tell you, there's no Ikarite to pull. Green's got oxidized. It's a homicide. And it's staring us in the face, like it or not. Now, I can look into this and... It's not our case. Write it up as a suicide. Oh, it's a suicide now. I thought it was an accident. You can call it a motherfucking ascension for all I care. Just get it off our books. Hey, ja, perhaps murder, perhaps murder. Where it all stinks. It's not just Green's rotting corpse. Ja, nö, also ich bleib hier nochmal ganz kurz. Mal gucken, was haben wir hier? Marcus Aurelius Meditations. Was haben wir hier? Someone with the president? I recognize him. Wait, it's Gr- That's bullshit. Which does not change the fact that even before inventing the Ikarite, he was a big shot in politics. Okay. What the fuck is this? A bike. Or rather, a wheel off a bike. And people rode on it? How? Like a motorcycle. But you had to push those things around and around with your feet to make it go. Ganz ehrlich, ist mein Auto hat er gewusst, aber hat nicht gewusst, was ein Fahrrad ist. Ja, okay. Was haben wir hier? Also, das wäre wieder Rekonstruktion. Ja, Moment, ich schaue mich mal ganz kurz um, ob ich da noch mehr Sachen finde. Was ist das? Guy has a fragrance museum in his home. Aromatherapy helps with synchronization. Aromatherapy, sure. Pity we're all rolling around in sewage. James, is that chocolate? That's what it says here. Can I ask you to do something for me? What? You want me to steal evidence? No.
I mean, yes. Listen, could you describe the scent to me? Ja, gut. Tabak, Fett und Pilz. Na, sagen wir es eher Fett. Sort of like grease, but it's soft and gentle. That's how it hits the nose, anyway. Tell you what, why don't you try describing it in a way that doesn't sound gross? Okay, so was man. Gummi, Lederjacke, eine Zigarre. Ja, machen wir Lederjacke. Like a leather jacket. You know those relic clothes from museums? Made from animals. Like that. Okay, let's try this another way. Does it make you feel something when you smell it? Emotions? James, anything. You think it's edible? Glossing right over the emotion talk. Okay. Look, that sample's probably over 100 years old. Food spoiled in the past. It could make you really sick. Warum gibt's es jetzt nicht mehr? Und sie betont das mit dem Ablaufen so. Essen sie jetzt nur noch synthetisches? Ich will das nicht essen. Heute etwas Bitteres und Wärme. Wenn das über 100... Warum ist es? Was ist mit Milch und so passiert? Ach, also was... Yeah, since the longer I smell it, the more I want to eat it. So, soft, fluid grease, huh? A leather jacket from a museum, and you want to eat it. Exactly. Okay. Thank you very much. Let's get back to work. Sehr schräg. Was haben wir sonst noch so? Auch die Wurst hier drin und Brot. Okay, eigentlich alles ganz normales Zeug für uns jetzt zumindest. Aufzug. Was haben wir hier? Green Foundation. See how much good he's done? He helps children. Orphans, supposedly. We can't know for certain. I mean, maybe he really did help them. Oh, sure. He helped them all sign up for the first body subscriptions that they could never afford. Okay. Was hat's damit auf sich? Hier kommt nichts mitten hin. Ach da. Green sponsored it. When I was little, I wanted to be an astronaut. But after this disaster, Green shut down the whole program. Well, the first mission did crash. Yeah, during the landing, everything else went smooth as silk. You know, it had to be some kind of sabotage. You mix in political bullshit and poof, the whole program goes up in smoke. A view from Mount Olympus. Even though we're all immortal, only some of us live like gods. Wie hoch müssen die Gebäude sein, dass man so eine Aussicht hat? Aber sie, also das kann so Bioshock sein, der nächste Teil. Okay, was haben wir hier denn so alles? Oh, Top Secret, ja, das werden wir natürlich lesen. Clearly trying to get rid of those. Didn't make it. Or someone stopped them. Ja, erstmal lesen. New York Police Department, Freitag, 16. September. Sehr geehrter Herr Green, wie gewiss schicke ich Ihnen an die gewünschte Liste. Alle Personen darauf wurden auf mehreren Ebenen durchleuchtet. Einige meiner Antikorruptionsfreunde haben ihre Verbindung zur Politik bestätigt. Keine der angeführten Personen wird nach ihrem Schuldspruch. Schuldspruch? Einspruch einlegen können. Zudem wird keine der relevanten politischen Persönlichkeiten mit ihnen in Verbindung gebracht werden können. Ein geringes Risiko also. Leute, der nächste Schritt. Es ist alles vorbereitet. Für was? Maybe I'll just let sleeping dogs lie. Thanks. My blood pressure didn't need to get any higher. Was haben wir hier? Okay. So, he's interested in art. Doesn't seem to be too much he's not interested in. Okay, was haben wir hier? He was there. That's his sick
Migration of immortality of the United States of America. Ah. Okay, machen wir mal die Rekonstruktion fertig. Also, einmal rein da. Ja, kommt das jetzt jedes Mal? Es reicht, wenn ich es einmal gesehen habe, liebes Spiel. Why nobody wants to work with you. I'll look for any pre-explosion traces, then we're out of here. James, I wasn't born yesterday. You said that before, and I don't believe you. Also, ist das nicht irgendwo die Erde als Polizist, dass man herausfinden will, was hier passiert ist? Oh, babbelt wieder. Someone not only flooded the transformer, but also ripped out the cables. Noch mehr Hinweise? Ja, ich muss in der Bubble hier drin bleiben. Was haben wir hier? Okay, this is some kind of emblem. 10, 21, 23, 29. Weiß nicht gefunden. Interesting. Someone carved this date long ago. What's up with the snake? Check the encyclopedia. Wir gehen nochmal ein bisschen retour. Halt, Moment. Okay, einmal auf die andere Seite. Das sah noch okay aus. Oh, gut. Someone tried to smash that glass before the explosion. Cracked it and left a handprint. Kann man das kennen oder so? Oh, rekonstruieren. James, you've got to stop this. Warum? Moment, können wir das mal anschauen? What? Oh, er ist da runter. Oh, you're finally paying attention. Great. So, now the question is. Nee. Green try to crack open that plate with his own forehead, or did somebody else use Green's forehead like a ball peen hammer? Das sieht eher nach letzterem aus. Why can't we see the killer in the reconstruction? He covered his tracks pretty damn skillfully. So someone was here. Fucking hell. What? You gonna tattle to the chief again? Would you just let that drop already? Außerdem, bei ihm hat's die Flüssigkeit dahinter. Holy fuck, Sarah, there's brazen and then there's whatever you are. Just get on with it, alright? Feeling sorry for yourself is a bad look. Was zum... Shit, what happened? The fuse is just blue. What? Why? The reconstructor needs massive amounts of energy. Sometimes the limiter doesn't adjust to the environment and pop. Fuses. Das heißt, das war's mit dem Rekonstruieren. There you go. Ah, nice. So I don't have to do everything myself after all, huh? A man could get used to this. I just shifted power from three different neighborhoods so you can keep playing detective. Don't make me regret it. Okay, also der Strom kommt von der Umgebung. So, dann einmal rückwärts. Klassiker mit Umschwingen, Explosion. Something went off here. Waren wir hier nicht schon? Ah, da hinten. Probably some kind of relic. Okay. To the best of friends, always auspicious winds. Green. That asshole had friends. Hard to believe. I'm getting a bad hit off this thing. Okay. Öffnen. Which one's the best friend now? I wonder why a gift from Green is in his own home. Let's see what the patient has to say.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.